Ich freue mich total, jetzt ein bisschen was über transformative Szenarien erzählen zu können. Katrin hat es aber eigentlich schon super eingeführt und einige Punkte, die den transformativen Szenarienprozess insbesondere ausmachen, schon genannt. Zentral ist erstmal, was verstehen wir unter einem Szenario? Ein Szenario für mich ist eine Erzählung darüber, was passieren könnte. Also eine konsistente Hypothese über die Zukunft, über eine mögliche Zukunft. Und dann kann man mehrere Szenarien nebeneinander stellen. Aber eine Hypothese, die relevant, herausfordernd, plausibel und klar ist. Diese vier Wörter sind im Prinzip schon vier Kriterien, die wir später oft benutzen, um Szenarien auszuwählen. Komme ich aber nochmal darauf zu sprechen. Was ein Szenario in dieser Methode nicht ist, ist eine Erzählung darüber, was passieren wird, also eine Prognose oder eine Vorhersage, oder eine Erzählung darüber, was passieren sollte, eine Vision, einen Vorschlag oder einen Plan. Sondern vielmehr bietet ein Szenario in diesem Ansatz, es ist ein Werkzeug, um mit einer wirklich unvorhersehbaren Zukunft zu arbeiten und darüber zu kommunizieren, also darüber in einen Austausch zu treten. Und das ist auch schon ein Hinweis auf den Anwendungsbereich. Der Anwendungsbereich von transformativen Szenarienprozessen sind wirklich unvorhersehbare Zukünfte, komplexe Transformationsprozesse, wo wir mit einer großen Unsicherheit umgehen müssen, wie sich die Zukunft entwickelt. Und wie können wir als unterschiedliche Organisationen und Beteiligte damit eigentlich umgehen? Die Methode wurde Anfang der 90er Jahre in Südafrika entwickelt. Es gibt natürlich eine ganz lange Tradition im Militär, aber auch in Firmen von Szenarienarbeit. Das Interessante daran ist aber, dass diese Form von Szenarienarbeit in der Regel adaptiv ist. Das heißt, ich entwickle verschiedene Szenarien über mögliche Zukünfte und überlege mir dann, wie ich mich daran anpassen kann. Müsste oder könnte, wenn dieser eintritt. Und das Interessante in Südafrika war, zum Umbruch der Apartheid hat sich eine Gruppe von diversen Stakeholdern, Beteiligten zusammengefunden, die gesagt haben, wir brauchen Zukunftsbilder, in welche Richtungen sich dieses Land im Moment bewegen könnte. Es ist so viel Unsicherheit im Spiel. Wir brauchen da Zukunftsbilder. Und diese Gruppe hat aber nicht gesagt, und dann entwickeln wir diese Zukunftsbilder und wollen uns daran anpassen, sondern hat gesagt, wir sind hier, weil wir die Zukunft beeinflussen wollen. Und das ist das Zentrale am transformativen Szenarienprozess, wie Katrin vorhin schon mal gesagt hat. Und wir müssen jetzt nicht hier in die genauen Details dieser Tabelle in der Tiefe reingehen. Aber um so ein paar Punkte rauszuziehen, was den Unterschied macht. Von der Betrachtungsweise bei adaptiven Szenarien ist es in der Regel so, dass eine Organisation oder eine Stakeholdergruppe, wie zum Beispiel Gewerkschaften, ihren Kontext betrachten und wie sich der entwickelt. Das heißt, der Kontext, der ist ja da draußen. Bei transformativen Szenarienprozessen ist die Betrachtungsweise, dass eine Gruppe von unterschiedlichen Stakeholdern zusammenkommt, um das System, in dem sie sich selber befinden, zu erforschen. Also sie sind selber Teil dieses Systems und dadurch verändert sich natürlich die Betrachtungsweise dessen, auf was die Szenarien basieren. Und das Ziel hatte ich schon genannt, das ist auch eine Unterschiedlichkeit in dem Ziel. Also bei adaptiven Szenarien geht es eben darum, sich anzupassen, um zu überleben, um besser gedeihen zu können. Also wir wollen versuchen zu verstehen, in welche Richtungen sich die Zukunft entwickeln könnte, um uns anzupassen. Bei transformativen Szenarien eben geht es darum, mögliche Zukünfte zu verstehen, um sie beeinflussen zu können. Und die Anforderungen, die das stellt, sind eben dadurch auch unterschiedliche. Während es dann adaptive Szenarien sehr oft von Experten entwickelt werden, werden transformative Szenarienprozesse eigentlich von Beteiligten entwickelt. Also wir brauchen ein sehr heterogenes Team,
Wir brauchen einen strukturierten und kreativen Prozess, um diese Erzählungen zu entwickeln. Und wir brauchen erfahrene Prozesslotsen, um diese Gruppe da durch den Prozess durchzusteuern. Und nicht zuletzt einen ko-kreativen Raum, in dem die unterschiedlichen Beteiligten tatsächlich in den Austausch über ihre Perspektiven auf die Zukunft kommen können. Genau, hier nochmal die Frage, so, warum Szenarien für die Energiewende in Deutschland? Ich glaube, Katrin hat einiges davon schon gesagt. Die Energiewende ist eines der großen gesamtgesellschaftlichen Transformationsaufgaben, vor denen wir im Moment stehen. Es ist eine hochkomplexe Transformationsaufgabe, einerseits technisch komplex, aber natürlich mit sehr weitreichenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Auswirkungen. Und wie Katrin schon angedeutet hat, die konventionellen Aushandlungsprozesse sind oft langsam, etwas intransparent und schließen auch weite Teile der Betroffenen aus. Beziehungsweise Partizipation findet dann erst statt, wenn es darum geht, wird diese Windkraftanlage auf diesen Hügel gebaut. Ich überspitze natürlich etwas, aber nicht Partizipation, Beteiligung bezüglich der großen Zukunftsvision, großen Zukunftsbilder. In welche Richtungen könnte es denn gehen? Und dadurch tendieren diese Prozesse oft, den kleinsten gemeinsamen Nenner hervorzubringen. Und ohne große Bilder wäre eine Hypothese, es ist schwierig, die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. Sagen wir es so. Eine Folie noch. Wer muss beteiligt werden an so einem Prozess? Im transformativen Szenarienprozess müssen sowohl jene beteiligt werden, die den Status quo verändern wollen, als auch jene, die am Status quo festhalten. Wir brauchen tatsächlich eine Gruppe, die kollektiv ein breites Spektrum an Perspektiven repräsentiert und darstellt. Wobei es da aber auch wichtig ist, dass man die Leute nicht so in die einzelnen Boxen steckt. Also die einzelne Person ist nie nur eine Rolle und nie nur eine Perspektive im System, sondern ich habe immer unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Perspektiven. Ich habe eine Komplexität in meinen eigenen Perspektiven, die ich einbringe. Und das gilt es sozusagen dann zusammenzuflechten. So viel erstmal als grobe Einführung in den TSP-Prozess. Und da könnt ihr. Super, danke dir fürs Drücken des Record-Buttons. Genau. Der transformative Szenarienprozess, der lässt sich in drei Phasen unterteilen. Und das Wichtige ist, dass er eben nicht nur aus der mittleren Phase besteht, diese Szenarien zu entwickeln, sondern die erste Phase ist, was ich hier Versammeln genannt habe, im Englischen Convening, ist aber, glaube ich, als Wort im Deutschen auch nicht so gebräuchlich. Hier geht es darum, die Bedingungen zu schaffen, sodass die Szenarien entwickelt werden können. Also den Rahmen, das Ziel klären. Um was geht es genau? Geht es um die Energiewende in Deutschland, in Europa? Geht es um die größere Transformation oder die Frage sozusagen, orientieren wir uns tatsächlich an einem 1,5-Grad-Ziel oder was sind eigentlich die dahinter steckenden Ziele dann nochmal? Rahmen und Ziel klären, Ressourcen organisieren. Das Stakeholder-Mapping haben wir uns vorhin schon angeguckt, spielt hier eine Rolle. Und zum Beispiel ist auch Teil der Interviews, die wir führen, am Ende immer zu fragen, mit wem sollten wir noch sprechen? Das Schneeballprinzip ist sehr einfach und ist aber sehr ergiebig an der Stelle. Zentral in dieser Phase ist, die Gastgeberlegitimation herzustellen. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Um was es im Endeffekt geht, ist, wer ist als Gastgeber, hat so eine Einladungskraft, dass zum Beispiel auch die Bürgerinitiativen gegen Windkraft teilnehmen und sagen, das finden wir spannend, den Prozess, da wollen wir uns einbinden. Und wir haben das Gefühl, wir werden da auch gehört, wir werden da ernst genommen. Und in sehr polarisierten Themen ist es auch oft eine Allianz von Gastgebern. Also da braucht man dann zwei, drei Organisationen manchmal, die gemeinsam einladen zu so einem Prozess, um überhaupt alle Beteiligten zusammenbringen zu können. Im Endeffekt, das Ziel dieser Phase ist, ein heterogenes Team zu versammeln,
das einen Mikrokosmos des Systems darstellt. Das, was wir dann das Szenarienteam nennen. Und der eigentliche Szenarienentwicklungsprozess sind dann in der Regel 3 Workshops von 2 bis 3 Tagen, wobei wir das inzwischen auch schon mehrfach online durchgeführt haben, was auch gut funktioniert. Wir sprechen hier von 25 bis 35 Akteuren im Sinne des Szenarienteams. Und um was es da geht, ist eben die derzeit treibenden Kräfte zu identifizieren und die wichtigsten Sicherheiten und vor allem Unsicherheiten bezüglich der Zukunft zu identifizieren. Insbesondere aus den treibenden Kräften und den Unsicherheiten bezüglich der Zukunft werden dann die Szenarien entwickelt. Und das sind eben dann narrative, als konsistente Hypothesen, wie ich das vorhin formuliert habe, die herausfordernd sind, die aber auch plausibel sind. Die sind nicht vom Mond gefallen. Und das eigentliche Schreiben der Szenarien. Die dritte Phase ist dann hier Handeln und Kommunizieren, ganz elementarer Teil des transformativen Szenarienprozesses, weil wir ja nicht nur Szenarien haben wollen, die wir dann irgendwo ins Regal stellen, sondern wir wollen wir wollen ermöglichen, dass die alle Beteiligten für sich strategische Implikationen aus diesen Szenarien ableiten können. Das ist sowohl auf der individuellen Ebene, kann auch auf der kollektiven Ebene sein. Ganz zentral ist, dass man hier auch diesen Raum für die individuellen Handlungsoptionen öffnet, sodass wir nicht sagen, und wir müssen danach uns alle einigen, was wir tun. Je mehr wir die Schwelle heben, dass man sich einigen muss, desto schwieriger wird es, auch die kritischen Kräfte, die Polaritäten in den Raum zu bekommen. Und dann geht es eben darum, auch eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln und das Ganze, also die Szenarien wirklich für eine aktive strategische Kommunikation zu nutzen. Das kann, es hat in manchen Fällen gab es das als Videos, in manchen gab es das als Spiel. Es gab auch schon Fernseh-Talkshows, in denen das in diese Szenarien aufbereitet wurden. Da kann man relativ kreativ werden. In unserer Erfahrung gibt es 4 zentrale Wirkungen, die hier entstehen. Das erste sind neue und belastbarere Beziehungen zwischen relevanten Akteuren. Das heißt, was wir oft sehen, ist, dass wenn man in so einen intensiven Austausch und in so ein intensives Verstehen der gegenseitigen Perspektiven eintritt, dass wir dann immer wieder beobachten, dass die Akteure auch danach stärker und intensiver miteinander zusammenarbeiten, auch außerhalb des Szenarienprozesses. Und das ist Teil der Wirkung dessen. Natürlich ein systemisches Verständnis von Möglichkeiten und Herausforderungen in dem sich schnell verändernden Kontext als Wirkung. Auch ein neu entfachtes Verantwortungsgefühl der relevanten Akteure, also Commitment, die Zukunft zu gestalten und auch ein Gefühl, und wir können auch die Zukunft zu gestalten. Wir sind nicht nur Empfänger der Zukunft. Nicht zuletzt ganz zentral eben strategische Antworten und Handlungsoptionen zu identifizieren, um auf die Zukunft reagieren zu können. Ich glaube, hier würde ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail eingehen zur Energie. Also wir haben darüber gesprochen, es geht um große Zukunftsbilder. Es geht darum, existierende Prozesse zu komplementieren, nicht zu ersetzen, aber einen sprachlichen Werkzeugkasten damit anzubieten, in dem über sehr unterschiedliche Interessengruppen hinweg man miteinander ins Gespräch kommt. Insbesondere auch über die üblichen Verdächtigen hinweg. Neue Akteure, die sonst keine Stimme haben am Tisch, hier mit einzubeziehen. Transformatives Potenzial von Konflikten, für mich ganz wichtig, dass wir eben nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner setzen und dass es okay ist, dass sehr unterschiedliche Interessen während des Prozesses vertreten werden und dass man sich eben nicht darauf einigen muss, was ist das präferierte Szenario. Wenn wir uns darauf einigen müssten, dann würden viele Akteure vielleicht sich nicht beteiligen an der Entwicklung dieser Szenarien. Genau. Es gibt unterschiedliche Formen der Beteiligung. Natürlich als Mitglied des Szenarienteams, als Gastgeber oder Co-Gastgeber des Projektes, als Geldgeber, aber eben auch als Champion, was wir immer wieder sehen, was relativ wichtig ist. Einflussreiche Akteurinnen, die ihre Unterstützung für den Prozess ausdrücken und sich verpflichten, auch aus den Szenarien zu lernen. Und dann an der Verbreitung der Szenarien
beteiligt sind. Ich glaube, darauf würde ich es jetzt belassen und dann eher lieber noch ein bisschen Raum haben zum Austausch, zu Diskussionen. Transformation Wagen ist ein Weiterbildungsprogramm, das über das UFO-Plan Ressortforschungsprogramm unterstützt wurde und eben für BMU, Uber und Base Mitarbeiterinnen erkunden, erforschen, wie eine sogenannte Transformative Literacy, also ein Verständnis, aber auch die Fähigkeit, Transformationsprozesse zu begleiten, in diesem Ressort aufgebaut werden kann. Wir haben diesen Prozess und, sage ich mal, die Entwicklung des damit zusammenhängenden Weiterbildungsprogramms mit den Mitarbeiterinnen gestaltet, über Interviews, aber auch sozusagen über Design Sprints, über kleine Prototypen, die wir gemeinsam getestet haben. Und die Frage, die uns hier am meisten bewegt hat, war eben, wie die öffentliche Verwaltung sich erneuern kann, damit sie den großen gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsen ist und die Zukunft aktiv mitgestalten kann. Und das kann natürlich ganz unterschiedliche Aspekte beinhalten. Einige davon wurden gerade genannt, von Zeit, Kosten, aber auch rechtliche Grundlagen bis hin zu wirklich kulturellen Aspekten und der Art und Weise, wie Ressorts und aber eben auch die Einrichtungen untereinander innerhalb eines Ressorts zusammenarbeiten und strukturiert in diese explorativen, kreativen Prozesse reinkommen, um eben Aspekte zu erkunden, die noch nicht gedacht wurden. Und was wir hier gemacht haben, ist eben einen Wirkungsraum zu eröffnen, wo drei grundlegende Aspekte wichtig gewesen sind, um dieses Feld, sage ich jetzt erstmal, aufzumachen. Einmal grundlegend experimentelles Vorgehen, Trial and Error als Ansatz, um wirklich in diesen Modus zu kommen und mit Haltung zu gestalten. Also natürlich normativ, was auch David schon angemerkt hatte, Transformation als etwas, das wünschenswert ist, als etwas, wo wir uns hinbewegen möchten, aber trotz allem zu verstehen, wir kommen da eigentlich nur hin, es ist ja ein bewegliches Ziel, wenn wir sozusagen experimentieren und auch grundlegend dieses Mindset dort mitnehmen, um dann letztendlich zu einem ressortübergreifenden Zusammenarbeiten zu kommen und hier eben nicht nur innerhalb eines Ressorts eine andere Wirkung zu erzeugen, sondern am besten über die Ressorts hinweg zu auch neuen organisationalen Strukturen zu kommen. Und warum bewegt sich das hier so in der Mitte? Es ist eben kein, wie soll ich sagen, linearer Prozess, den wir hier entwickelt haben. Natürlich gliedert sich diese sogenannte Transformationswerkstatt als Weiterbildungsprogramm in vier Untermodule, die wir eben über unsere Forschung herausgearbeitet haben. Das erste Modul: Probleme systemisch verstehen, transformativ angehen. Dann ein zweites: Perspektiven reflektieren, Realitäten erkunden. Aufbauend auch auf dem, was wir heute gemacht haben, mit Feldforschungsphasen zwischendrin, dann transformative Ideen und Innovationen entwickeln können und das auch in Prototypen testen, um letztendlich Veränderungen zu begleiten und kulturellen Wandel zu gestalten, aber auch die Wichtigkeit von Exnovation oder Rückbauprozessen besser zu verstehen. Das Ganze ist so aufgesetzt, dass wirklich diese Dinge aufeinander und auch in der Gleichzeitigkeit, also immer wieder kommen, sich perpetuieren, um letztendlich so ein grundlegendes Wirkungsnetz aufzubauen und ein Verständnis dafür, dass ich eben die Methoden dann anwende, wenn sie richtig platziert werden können und es kein linear aufeinander abfolgender Prozess ist, den ich immer wieder durchexerziere und damit das Häkchen drin hinter dran setzen kann, sondern eher das Verständnis, Transformationen sind komplex, sie brauchen eine gewisse Bescheidenheit und sie brauchen aber ein Gespür, um zu wissen, wann eigentlich diese Werkzeuge, die wir hier in der Werkstatt vermitteln, richtig und im Moment eingesetzt werden können. Wichtig hierbei eben ist diese transformative Herausforderung, um euch sozusagen jetzt hier in diesem letzten Slide zu zeigen, wenn ich diesen eigenen Arbeitsgegenstand mitbringe, und dazu sind auch alle eingeladen, dann kann ich sozusagen dort viel besser theoretisches Wissen auch zu diesen Prozessen, eben nicht fachlich theoretisch, sondern prozessual theoretisch,
mir irgendwie aneignen, das auf meinen Arbeitsgegenstand beziehen, methodische Werkzeuge alleine, aber auch in diesen interdisziplinären Teams ausprobieren, anwenden und letztendlich über dieses Ausprobieren auch wieder eine andere Haltung, einen anderen Modus operandi als Praxis, also als Praxis, mit der man sich irgendwie auch identifizieren kann, nach einer Weile etablieren. Und das sozusagen nicht nur einmal, sondern immer in kleinen Lernzyklen irgendwie über diese vier Werkstätten, einen Zeitraum von 4 bis 6 Monaten hinweg. Und das haben wir jetzt alles niedergeschrieben. Das wird auch veröffentlicht in einem Musterlernprogramm. Und wir sind sehr daran interessiert, das über mehrere Ressorts anzupassen und wirklich als Grundlagenwissen in der Bundesverwaltung, aber auch gerne in den Ländern und Kommunen zur Verfügung zu stellen. Und würden uns freuen, wenn wir da mit euch auch enger zusammenarbeiten.